Also heute muss ich Strecke machen, aber morgen wird beim nächsten, ja, solchen Fluss, falls überhaupt noch mal sowas kommt, definitiv eine Runde Schwimmen eingelegt. Definitiv. Also so eilig habe ich es nicht. Der Weg ist größtenteils nicht asphaltiert. Das ist so eine Auflage, die es da gibt für Premium-Wanderwege. Also irgendwelche Wanderwege halt mit irgendwelchen Gütesiegeln. Ich weiß jetzt nicht, welches Gütesiegel genau der Westweg hat. Steht auf meiner Karte, kann ich euch dann irgendein andermal erzählen. Aber irgendwas hat er. Und dafür muss es zum Beispiel regelmäßig Schutzhütten geben. So wie diese hier, das ist die erste. Des unterwegs. Und auch da wieder das Problem des überquillenden Mülleimers. Wenn man einfach immer sein Zeug wieder mitnimmt, dann braucht es auch überhaupt keine Mülleimer und dann kann es auch keine überquellenden Mülleimer geben. Ja, besagte Hütte hier ist natürlich sehr, 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 sehr stadtnah. Ich bin auch gerade 200-300 Meter durch die Ortschaft marschiert, gezwungenermaßen. Ja, bleibt halt nicht aus, muss auch mal sein, jetzt sieht man mich nicht. Ja, da hätte man vielleicht sogar Wasser holen können bei diesem kleinen Rinnsal da gerade. Andererseits bin ich wirklich sehr nah an der Siedlung. Ist ja schon mal aufbauen, dass die kleinen Rinnsale immerhin mal Wasser führen. Aber ja, ich muss wirklich mal gucken, dass ich ein kleines bisschen Strecke zurücklege. So, wollte euch was zu Pforzheim erzählen. Pforzheim gilt ja auch als die Goldstadt, wird sie auch bezeichnet. Liegt daran, dass das Schmuck- und Uhrenhandwerk da entsprechend ja, groß geworden ist. Dafür soll sie, sagen zumindest die Pforzheimer, überregional berühmt sein. Und jeder kennt Pforzheim, weiß ich jetzt nicht. Um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen desjenigen, der zumindest mal in der Nähe von Pforzheim wohnt, zu plaudern. Bei Nicht-Pforzheimern hat Pforzheim einen eher schlechten Ruf, weil die Stadt nicht besonders schön ist. Es gibt jetzt, muss ich zugeben, habe gerade welche gesehen, ein paar Ecken, die sehen ganz gut aus. Aber gerade wer im Pforzheimer Umland wohnt, da sagen ganz viele Leute, ich kenne da einige, deshalb ist es schon fast repräsentativ, dass das ein ziemliches Drecksnest ist. Ja, ich würde Pforzheim aber eigentlich gar nicht so schlecht finden. Ich persönlich, nach dem, was ich gerade gesehen habe, das war ganz in Ordnung. Der Bahnhof ist auch okay. Habe ich schon schlimmere Bahnhöfe gesehen. Ich habe insgesamt schon ziemlich viele deutsche Bahnhöfe gesehen, weshalb ich gerne auch auf sowas achte, eben wie ein Bahnhof irgendwo ausschaut. Ja, aber die Peripherie hier auf jeden Fall, nach einem Stündchen loslaufen, ja, so noch nicht mal, sieht schon ganz gut aus, aber auch hier gibt es Hubschrauber. Ah! Ja, und schon bin ich zum ersten Mal falsch abgebogen, darf jetzt 100 Meter, 150 vielleicht nach Karte wieder zurücklatschen. Ist doch gar nicht so schlecht, dass ich die dabei habe. Mir ist gerade ein bisschen mulmig wegen geworden. Ups. Mir ist gerade ein bisschen mulmig geworden wegen fehlender Westwegschilder. Und siehe da, die fehlen nicht nur so, die fehlen deswegen, weil hier auch kein Westweg ist. Also laut Karte ist das eine Besonderheit von der ersten Etappe, dass die relativ viel durch Ortschaften verläuft. Aber schön muss ich das deswegen ja nicht finden. Man muss halt erstmal hoch in den richtigen Schwarzwald. Und ohne Wald gibt es keine Bäume. Und ohne Bäume gibt es kein Waldklima. Und das heißt, ich schwitze mir hier einen ab und mache mir Sorgen um meine Wasserversorgung. Da bin ich positiv überrascht, dass es hier ein Arboretum gibt. Ich muss versuchen, die Menschen da hinten zu zensieren, indem mein Kopf nach Möglichkeit im Bild ist. Die Armen, mein Kopf als Zensurobjekt. Das ist natürlich peinlich. Für die, meine ich. Nicht für, obwohl, ach, egal. Ja, man sieht, das hier ist definitiv kein normaler Wald hier hinter mir. Das sieht so ein bisschen parkartig aus. Sehr interessant. Kuddelmuddel verschiedenster, teilweise exotischer Baumarten. Das ist quasi so eine Art
Baummuseum, wenn man so möchte, mit jede Menge lustigen, exotischen Arten. So ein Arboretum. Gibt es auch in Freising, gar nicht weit weg von meiner Uni. Oh ja, hier zum Beispiel ein kleines Exemplar. Ich habe eben in Pforzheim drin noch einen richtig alten, dicken gesehen vom Ginkgo-Baum. Das ist was ganz Besonderes. Hier auch noch einer. Falsch rum. So zoomt man ran. Die Dinger sind relativ bekannt, aber trotzdem ganz was Besonderes. Das ist ein Baum, den schon Goethe ganz besonders toll gefunden hat. Also der Dichter Goethe, ne? Ist ein sogenanntes lebendes Fossil. Das Ding ist mit keiner, auch nur ansatzweise heute noch existierenden Baumart, auch nur ansatzweise verwandt. Und ist quasi ja, eine Art Urbaum. Die einzigen Exemplare, die man quasi wild noch gefunden hat, die es jetzt auch noch gibt, stehen hinter einem Kloster in China. Und man kann vermuten, dass das mit dem Buddhismus, der ja Leben grundsätzlich sehr hoch im Wert einschätzt und deshalb ungern ums Kloster rum irgendwelche Natur kaputt macht, kann man vermuten, dass das damit eben zusammenhängt, dass hinter diesem Kloster seit Menschengedenken quasi ein Rest Urwald verblieben ist und in diesem Urwald halt eben auch ein paar dieser Ginkgo-Bäume überlebt haben. Die sind uralt, ich weiß gerade nicht wie uralt, und die sind quasi so eine Art Hybrid aus Nadel- und Laubbaum. Also sie haben was, was man schon als Blätter oberflächlich bezeichnen kann. Die sind aber nicht aufgebaut wie normale Blätter, also Blätter anderer richtiger Laubbäume. Und die Dinger haben auch keine Bedecktsamen, was die Laubbäume ja ausmachen, dass die ja Angiosperme sind. Also Bedecktsamer, das Fortschrittlichste, was die Evolution im Pflanzenreich bisher hervorgebracht hat. Und der Ginkgo ist das halt eben nicht, hat aber trotzdem Blätter. Und ist deshalb auch kein Nadelbaum. Wobei von den Samen her wäre jetzt dann eher zu den Nadelbäumen zu rechnen. Aber ja. Ist halt schwierig, das Ding einzuordnen, beziehungsweise es geht nicht, weil der halt eine eigene Gattung darstellt. Man könnte also sagen, es gibt Nadelbäume, es gibt Laubbäume und es gibt den Ginkgo-Baum. Oh, und hier haben wir noch ein Mammutbäumchen. Zwar noch nicht so groß wie manche, die beim Baden-Baden im Stadtpark rumstehen haben, aber der ist auch nicht schlecht. Hier einmal Sequoia Dendron Giganteum. Jawohl. Ja, inzwischen gibt es, muss ich fast sagen, leider auch Wegweiser mit Entfernungsangaben. Ich hätte nämlich echt schwören können, dass ich bis zu diesem Schild mehr als 2,5 Kilometer gelaufen bin. Aber da die Gesamtetappe angeblich 22 Kilometer betragen soll und hier es noch 19,5 sind, naja, es ist nicht so, dass ich jetzt besonders müde bin, aber ich bin jetzt doch so ein Stündchen unterwegs und das würde dann heißen, dass ich jetzt in einer Stunde gerade mal lächerliche 2,5 Kilometer zurückgelegt habe. Allerdings, zu meiner Verteidigung, es kam vor etwa 5 Minuten schon mal ein Wegweiserschild und das hat gesagt, es seien noch 20 Kilometer bis Dobel. Das heißt, dann hätte ich in 5 Minuten einen 1/2 Kilometer zurückgelegt, was eigentlich auch eine normale Marschgeschwindigkeit wäre auf Wegen wie dem, auf dem ich mich gerade befinde. Ihr seht, also stinknormale Waldstraße, da kommt man ja eigentlich schon schnell vorwärts. Gut, deswegen werde ich jetzt auch gleich Strecke machen. Ich habe auch inzwischen die Stöcke ausgefahren, damit das ein bisschen flotter geht. Nur 2 Dinge. Erstens, ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen um meine Wasserversorgung. Ich habe jetzt 1 Liter weg. Ich habe noch 2. Von daher, in nächster Zeit werde ich nicht verdursten. Aber bei den Temperaturen brauche ich wirklich ordentlich Wasser. Und ich hätte nichts dagegen, meinen fehlenden Liter von den maximalen 3, die ich transportieren kann, wieder aufzufüllen. Dann fühle ich mich einfach wohler. Lieber schleppe ich ein bisschen mehr Wasser mit mir rum und habe Reserve, als dass ich nicht weiß, wann es wieder was gibt.
die Karte, die ich habe, ist jetzt nicht so wirklich zuverlässig, wenn es um Brunnen oder sonstige Wasserquellen geht. Es sind wohl Wasserläufe eingezeichnet und wenn mir wirklich das Wasser ausgeht, dann müsste ich halt querfeldein rumstapfen, bis ich einen solchen finde. Bin aber nicht böse, wenn ich das nicht unbedingt machen muss. Das hier soll eine Trekkingtour werden und keine Survival-Übung. Also von daher, jo. Und dann wollte ich noch Pforzheim-technisch noch zwei, drei Dinge ergänzen. Dass die Stadt nicht besonders schön ist, in den Augen vieler, mag daran liegen, dass sie im Zweiten Weltkrieg komplett ausgebombt ist wegen Industriestandort. Da hat es nämlich auch ein Daimler-Werk gegeben, ein sehr großes. Und ja, das natürlich alles, was in irgendeiner Form Motoren und damit zusammenhängendes Zeug produziert hat, war ja im Krieg Hauptangriffsziel für die Bombenangriffe. Und dementsprechend Pforzheim haben sie wirklich nahezu vollständig dem Erdboden gleich gebombt. Da ist nicht viel übrig geblieben. Dementsprechend junge Stadt, nicht überall besonders schön wieder aufgebaut. Die geben sich Mühe, dass es besser wird, man merkt's. Aber ja, da können jetzt die, zumindest die alteingesessenen Einwohner, obwohl die neueren Einwohner erst recht nicht, die haben da noch gar nicht gelebt. jedenfalls allerdings dafür. Viel mehr zu Pforzheim gibt es eigentlich nicht zu sagen. Die Stadt ist kulturell von daher gut ausgestattet, dass es wirklich massenhaft Museen gibt. Gerade wenn man sich so für Kunsthandwerk und Technik interessiert, dann ist man da sehr gut aufgehoben. Pforzheim ist auch sehr alt, weil es halt eben durch die Lage der Verbindung quasi des Nordrand des Schwarzwaldes, wo man relativ leicht rüber nach Schwaben gekommen ist, also ins heutige Schwaben, wie auch immer das damals geheißen hat, kann man sich relativ sicher sein, dass es schon immer, seit es nennenswerten Handel gegeben hat auf der Welt, hier auch irgendwo eine Straße gegeben haben wird, auf der besagter Handel stattgefunden hat. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass Pforzheim so in seiner, ja, zumindest mit einer gewissen städtischen Funktion 2000 Jahre alt ist. Was beachtlich ist, viel ältere Siedlungen als 2000 Jahre haben wir in Deutschland meines Wissens keine mehr. Also die zweifelsfrei nachweisbar wirklich so alt sind und bei denen man auch sagen kann, vor 2000 Jahren hat es da schon eine gewisse Funktion gegeben. Augsburg beispielsweise, das ist ja auch, ich glaube 15 vor Christus gegründet worden. Von daher, und zwar dann gleich wirklich richtig als Stadt, richtig mit Plan von den lieben Römern. Generell, dazu kommen wir aber, wenn wir im Hochschwarzwald sind, ist der Schwarzwald so eins der am spätesten besiedelten Fleckchen Deutschlands. Die Römer haben sich noch überhaupt nicht in den Schwarzwald reingetraut. Die sind am Rand geblieben, sind noch ein kleines Stückchen in die Täler rein. Baden-Baden wäre so ein Beispiel. Ich empfehle euch, besorgt euch irgendwie eine Deutschlandkarte für meine gesamte Tour, beziehungsweise eine Baden-Württemberg-Karte oder eine Schwarzwald-Karte, irgendwie sowas, damit ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, wo ich rumstapfe. Ich werde auch immer mal wieder so ein bisschen Kartenausschnitte einblenden. Das ist aber alles urheberrechtlich freies Material und deshalb ist es nicht so wahnsinnig detailliert und jetzt groß mit OpenStreetMaps rumfunktionieren, rumprobieren, habe ich keine Lust. Der seltsame Kameraschwenk diente jetzt dazu, den Radfahrer nicht aufs Bild zu bekommen. Vielleicht will er das ja nicht. So, hier ist eine Abzweigung. Wo geht es hier weiter? Ah, da. Gut. Ja, und für mich stellt Pforzheim so gesehen eine Verschlechterung der Ausgangssituation dar, dass ich ja mitten im Schwarzwald wohne und Pforzheim wirklich am nördlichsten Rand gelegen ist. Deswegen muss ich jetzt erst wieder in den Schwarzwald reinstapfen, so richtig tief rein, damit ich mich wieder auf dem Niveau befinde, was ich gewöhnt bin. Weshalb jetzt diese ersten Teilstückchen da durch die Städte, beziehungsweise die Vororte, ich weiß gar nicht so genau, ob das jetzt nicht noch Teile von Pforzheim gewesen sind oder wirklich richtige Vororte, spielt auch keine große Rolle, müsste ich jetzt auf der Karte nachgucken. Ja, das hat mir jetzt überhaupt nicht gut gefallen und deshalb bin ich jetzt froh und motiviert, dass ich im Walde bin und dazu noch auf einem Weg, auf dem man ganz gut Strecke machen kann. Und spätestens, wenn ich jetzt die Kamera wegstecke und beide Stöcke
richtig zum Einsatz kommen, dann geht es hier los. Und dann denke ich, werde ich schon mit 6 km/h vorwärts kommen. Was ein sehr ordentliches Wandertempo ist, wenn ich das bemerken darf. In Anbetracht dessen, dass ich Übernachtungsgepäck und Ähnliches dabei habe, würde ich das schon als ganz gut bezeichnen. Oh, das Schild ist neu. Das zeige ich euch noch schnell. Tada! Normalerweise ist die Wegmarkierung für den Westweg ja die berühmte rote Raute auf weißem Grund. Das sind so ganz kleine Plakettchen, auf denen die dann drauf ist. Kriegt ihr noch oft genug zu sehen im Laufe der Tour. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, ich lege mal ein paar Kilometer zurück. Und dann mache ich mal irgendwann auch ein kleineres Päuschen. Und dann kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen größeren Filmaufwand betreiben. Bis später.